Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Video. Es hat sich einiges verändert. Meine Haare sind kürzer, ansonsten eigentlich nichts. Wir sind umgezogen, das dritte Mal in einem Jahr, denn unser Hobby ist es, umzuziehen. Da es nicht gereicht hat, das Ganze ohne Kind zu machen, haben wir gesagt, so schnell wie möglich nochmal mit Kind, damit wir einfach noch ein bisschen mehr Arbeit haben. Aber ich glaube, jetzt war es das erstmal. Wir haben Hunger und es muss gekocht werden, wie so oft. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse euch mal wieder daran teilhaben. Und zwar gibt es heute Putenfleisch mit Erdnusssoße und Reis. Wir haben ein kleines thailändisches verstaubtes Buch ausgegraben und kochen sie jetzt seit ein paar Wochen immer mal wieder daraus. Was wir sehr lecker fanden und dennoch gesund. Deswegen dachte ich mir, das passt gut auf meinen Chanel. Der Papa muss hier arbeiten. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Und viel Spaß dabei. Und zwar, wir brauchen folgende Zutaten. Putenfleisch, eine gewisse Anzahl. Erdnüsse, eine gewisse Anzahl. Zucker, Erdnussbutter, etwas. Erdnussöl zum Anbraten. Kokosmilch, Masaman, Currypaste. Eine Tasse Reis, Zitronengras und exakt 3 Frühlingszwiebeln. Fischsoße und Sojasauce. Wir beginnen. Man nehme exakt 3 dieser grünen Stangen, wäscht sie, wer möchte, wer nicht, lässt es bleiben und schneidet die samt dem Grün klein. Wenn wir das Ganze geschnitten haben, geben wir etwas Erdnussöl, etwas Erdnussöl in unseren Wok. Den Wok, den kennt vielleicht die einen oder anderen hier auf diesem Kanal schon. Ich habe ihn wieder sauber gekriegt, es hat eine Woche gedauert, aber ich habe ihn sauber gekriegt. Etwas Erdnussöl in den Wok und darin exakt 3 kleingeschnittene Frühlingszwiebeln andünsten. Derweil können wir, die kommen nämlich eigentlich, habe ich gelernt, in so, also das sind eigentlich so längere Stangen Zitronengras. Dann knickt man die eigentlich einfach nur so ein bisschen. Das mache ich jetzt hier auch mit den kleinen Stücken, die sind angelegt. Kriegt die in jedem, sollte die eigentlich in jedem größeren Supermarkt bekommen. Die Sachen, wie gesagt, die sind jetzt hier aus dem Glas. Einfach nur so ein bisschen knicken, die kommen später wieder raus. Nicht klein schneiden, denn ich glaube, man soll sie nicht mitessen, wenn ich das richtig verstanden habe. Die knicken wir auf jeden Fall und die kommen dann gleich zu unseren angedünsteten Frühlingszwiebeln dazu. Wir schicken mal einen vor, um zu gucken, ob es heiß ist. So. Warten. Während unser Wok heiß wird und wir darin parallel, denn wir sind Multitasking, fähig, unsere Frühlingszwiebeln andünsten. Setzen wir Reis auf. Und zwar machen wir jetzt mal eine Tasse, eine relativ große Tasse, eine Tasse Reis in den Topf und 2 Tassen Wasser dazu. 1, 2. Hier hinzu geben wir jetzt die geknickten Zitronengrasstiele, kommen damit dazu. Wird kurz angedünstet, so 2-3 Minuten, dann kommt das Ganze raus aus dem Wok. Danach kommt hier noch etwas von dem Erdnussöl rein wieder in den Wok und dann wird hier dieser Masaman Curry, dieser vor allem Masaman Curry Paste, hier so ein bisschen mit dem Erdnussöl angebraten. Passt aber auf, dass es nicht zu heiß wird mit dieser Curry Paste, das brennt richtig in der Lunge. Ja, das sollte eigentlich passen. Soll ja auch nur ein bisschen. Soll ja auch nur ein bisschen. Und die Sachen hier beiseite. Für später, die kommen später wieder ins Spiel. Die Auswechselbank unseres leckeren Gerichts. Hier wieder ein bisschen Erdnussöl rein. Und zwar kommt jetzt diese Paste hier rein. Zwei Esslöffel von dieser Masaman-Paste, die kommt hier jetzt nämlich in unseren Wok rein. Erhitzt, / angebraten. Also die Amateurköche, ihr wisst es vielleicht nicht, aber das nennt sich abgelöscht. Und zwar wird es nicht mit der Erdnussbutter abgelöscht, sondern mit der Kokosmilch. Boah, ABC-Alarm, ey Jesus. Ja, aber so sieht das gut aus. Ich sag's euch, Alter, das ist so einfach. Das ist so einfach, das Gericht. Das kriegt sogar ihr hin. Ich verspreche es euch.
Okay, weiter geht's. Jetzt unsere Kokosmilch dazu. Wir haben die hier schon mal so ein bisschen abgefüllt. So, abgelöscht. Und zwar kommen jetzt 2 Esslöffel von unserer Erdnussbutter dazu. Boah, das sieht aber auch schon mal lecker aus hier, ne? Da kommt jetzt 1, 2. Die Currypaste kommt hier mit rein. Ich drehe es mal wieder ein bisschen höher, jetzt wo das nicht mehr so anbrennen kann. Currypaste? Alter, was ist denn los? Was ist denn los? Die Erdnussbutter kommt hier mit. Die Erdnussbutter kommt hier mit rein. Wir packen noch 1 Esslöffel braunen Zucker dazu, um das Ganze ein bisschen abzuschmecken. Dann kommt unsere Fischsoße. 4 Esslöffel von der Fischsoße. 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir noch 1 Löffel von der Sojasauce. Dann das Ganze ein bisschen verrühren. Den Reis, den müsst ihr übrigens nicht einfach nur aufweichen im Wasser, sondern es macht Sinn, wenn man auch die Herdplatte, die dafür vorgesehen ist, anschaltet. Und die ist auf nicht ganz zu kleiner Flamme, dass er auch kochen kann. Kleiner Tipp meinerseits. So, das Ganze kochen wir jetzt ein kleines bisschen ein. Das heißt, ich habe die Temperatur jetzt wieder ein Müh erhöht. Da kommen jetzt unsere kleinen Stiele von dem Zitronenfass mit rein. Derweil könnt ihr euch daran machen, das Putenfleisch zu bearbeiten. Das Putenfleisch schneiden wir in dünne Streifen. Jetzt geben wir unser Putenfleisch mit in die Soße und lassen es dort gar kochen. Holt euch wieder dazu, wenn das passiert ist. So, das Ganze neigt sich jetzt dem Ende zu. Ich versuche jetzt in diesem Heuhaufen hier die Nadel zu finden in Form der Zitronengrasstangen. Die fischen wir ziemlich wieder raus. Wir hatten 3 an der Zahl drin, also fischen wir auch 3 an der Zahl wieder raus. So, der Reis ist jetzt hier hinten auf der Platte auch fertig. Nicht angebrannt, das passiert sehr selten. Das passiert sehr, sehr selten. Das Ganze machen wir aus, das Putenfleisch ist auch fertig. Können wir die ganze Sache anrichten. Alright, Party People. Und zwar, wir haben hier von unserem Puten Erdnuss allerlei, unserem Reis, unseren Erdnüssen und den exakt 3 Frühlingszwiebeln dieses zauberhafte Gericht hier hergestellt. Boah, das sind Aufnahmen, das ist ja irre. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst mir gerne mal... Da ist die Kamera. Sagt mir gerne mal, wie es euch geschmeckt hat. Ich habe es schon mal gegessen und ich finde es mega lecker. Hat jetzt exakt 7,5 Minuten gedauert. Keine Ahnung, ob es stimmt. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.